Die letzte Generation hat auch in Sölden zugeschlagen und vor dem Rennen die Zufahrtsstraße auf den Rettenbach ferner blockiert. Dies wurde auch anschließend im ORF-Interview debattiert. Dabei fragte Moderator Rainer Pariasek den Experten Benny Reich nach seiner Meinung zu dem Thema. Mir fällt auf, dass die meisten Aktivisten von sehr weit her kommen und wenig Beziehung zu den Bergen und Tälern haben. Die Relation und Dimension ist ihnen meist nicht klar, antwortete der zweifache Olympiasieger. Es wäre schön, wenn der Skisport am Klimawandel schuld wäre. Ich glaube aber, dass es genau umgekehrt ist. Wir sind eher die Leidtragenden, erklärte er weiter und betonte. Sag ich mal, den Gegnern, die da wirklich sozusagen sehr, sehr scharf auch jetzt diese Bühne nutzen, um dort dagegen zu schießen, dem muss man einfach sagen, schaut es euch genau an. Seht auch die Relation. Wir fahren auf 10 Gletschern ungefähr in Österreich Ski. Wir haben aber wahrscheinlich 500 oder auch mehr. Also das ist eine sehr große Zahl. Und die Gletscher gehen überall zurück. Ja, und wenn man dann diese Bilder sieht. Dann wurde es plötzlich still. Reich schaute fragend zu Pariasek. Was? Stopp, hat es geheißen. Was stopp? Ich soll nichts mehr sagen. Ach so. Nach einer kurzen Pause sagte schließlich Pariasek, wir müssen uns entschuldigen, da war jemand übermotiviert und ein bisschen nervös. Im Netz ist die Kritik bereits groß. Es wird vermutet, dass der ORF, der bald 789 Millionen Euro pro Jahr erhält, Benny Reich einen Maulkorb verpasst hat. Darf Benny Reich jetzt nicht mehr seine Meinung sagen? Was soll das, lieber ORF, schrieb ein User auf X, ehemals Twitter. Und das soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein? Der ORF gehört abgeschafft, schimpfte ein weiterer User.